Also es ist die Geschichte von einem, der sich durchwurstelt. Jeder ist ein Held, dem es gelingt, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mit 40.000 fängst du kein neues Leben an. Und dieses Heldenhafte dessen, dem es unter welchen Umständen auch immer gelingt, sich doch am Leben zu halten und Teil der Gesellschaft zu sein, ja, darum geht's im Grunde. Fast hätte er den Karton erst einmal ungeöffnet hingelegt. Das ist leider eine Marotte von ihm. Wieso öffnest du deine Post nie, Liebster? Ich wollte sie öffnen später, wenn ich mehr Lust dazu gehabt hätte, aber dann habe ich's vergessen. Briefe von den Banken, der Krankenkasse, der Steuer, wichtige Briefe. Ja, ich weiß, wieso schicken sie mir keine Mail, die lese ich immer. Das nervt mich wirklich, weißt du? Aber dann fing er wieder an zu denken. Der Armenier kommt also in aller Herrgottsfrühe im Büro vorbei und hinterlässt mir einen unserer Access Points. Wieso? Ist er kaputt? Er ist nicht kaputt, er ist nicht einmal ein Access Point, sondern 40.000 im Bar. Obenauf liegt ein Brief. Sehr geehrter Herr Kopp, ich bedauere sehr, nicht mehr mit Ihnen unser Geschäft mit Fidelis weiterführen zu können. Wir haben unser Projekt in verschiedenen Banken vorgestellt, leider wurden uns keine weiteren Kredite genehmigt. Ich will nicht über die Details sprechen, aber die Brüder Bedrosian sind leider auch mir einen Teil meiner operativen Kosten schuldig geblieben. Bitte finden Sie an bei Ihren Anteilen, den mir gelungen ist, für Sie zu bekommen. Leider geht es mir gesundheitlich nicht gut im Moment. Ich werde mich eine Weile zurückziehen. Ich hoffe in der Zukunft auf weitere gute Zusammenarbeit und verbleibe MFG Sascha Michaelides. Das Geld selbst war in weißes Papier, zwei A4-Blätter, 80 Gramm Universalkopierpapier eingehüllt, an den Seiten umgeschlagen, damit es in den Karton hineinpasst. 40.000 im Bar nimmt weniger Raum ein, als man denkt. Angenommen, es wären lauter Hunderte, käme man gerade einmal auf ein Brikett von 4 cm Höhe. Nun waren es nicht lauter Hunderte, es waren sogar Fünfer dabei, aber auch so war es noch ein handliches kleines Paket. Am Freitag, dem 5. September, nachmittags gegen 18 Uhr, während draußen der Feierabend oder bereits der Abendverkehr rauschte, und nun war er auch zu hören, trotz Schallschutzfenster, saß Darius Kopp leicht federnd in seinem Drehstuhl und wog ein Bündel Papiergeld in der Hand. Merkwürdig. Ich mag Geld. Als Zahlen. Ich mag 126.000, mehr als 3.500 zum Beispiel, und 700 Milliarden kann ich mir kaum mehr vorstellen, aber als Gegenstand sagt es mir quasi nichts. Vielleicht, weil es so geordnet zusammenliegt. Als Juris senile Großeltern in ein Heim umziehen mussten, fand die Familie überall in der Wohnung Geld versteckt. Unglaubliche 50.000 noch in D-Mark. Du greifst hierhin und dorthin und es geraten dir blaue Scheine in die Hand. Sie wurden fast wahnsinnig. Sie kippten die Mülltüten, in die sie zuvor achtlos als unbrauchbar Befundenes geworfen hatten, wieder aus. Und tatsächlich fand sich auch dort noch etwas in Innentaschen, zwischen Buchseiten, in flachgedrückten leeren Medikamentenschachteln, in die Beipackzettel gehüllt. Wann sollten Sie dieses Medikament nicht nehmen, etc.? Wahrscheinlich schon, denn er käme daher und wäre sehr sympathisch und er ist, was die Sache anbelangt, also das Technische, auch sehr kompetent. Und ich wüsste ja nicht, dass er ein Chaot ist und dass er sehr ineffektiv ist. Abgesehen davon, ich wäre eine sehr weise Chefin und wüsste, dass die meisten Menschen total ineffektiv sind. Und es macht mir auch nichts aus, wenn jemand eine Stunde solitär spielt im Büro. Hauptsache, er kriegt halt das hin, was er hinkriegen muss. Und selbst wenn er es dann nicht hinkriegt, würde es bei mir eine Weile dauern, bis ich diesen Menschen vor die Tür setze. Das ist mein Problem. Deswegen bin ich auch keine Chefin.